Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Moment, was wäre das? Das ist eine neue Aufnahme. Tagebuchübertragung. Jetmac wollte die Kontrolle über die höchste. Genau. Was ist das? Enterhaken! Jerry Sensor, Night Runner. Eine hochentwickelte Jerry-Gerät, das den Fundort von Hemmstoff findet. Oh, aber das haben wir doch schon. Den Schlüssel. Oder ist das stärker und somit können wir das schon von Weitem sehen? Hightech. Der Rest ist eigentlich nur... Ja, machen wir zuerst das hier. Buchclub, ja, das... Herausforderungen können wir selbstgebranntes Kurier. Ja, auch wenn ich gerne den Enterhaken hätte. Wir machen zuerst Sachen wie die schwarze Witwe und so weiter und so fort. Aha. Gut. Morgen, Pilger. Morgen. Die Luft in der Kabine wird wieder dick. Bei diesem Wetter schlafe ich gern auf dem Vordeck. Reiner Stolz hat meine Ich würde das lieber nicht. Ja. Na klar. Oh. So. Wir gehen einfach weiter und gehen darüber hin. So. Er hat mir die ganze Schuld zugeschoben. Nimm das! Hilfe! Rettet uns! Ich werde dir helfen, schöne Prinzessin. Dann gib das her! Ihr macht mir keine Angst. Abtrünniger. Hey du! Okay. Nein! Mann, du kannst das nicht. Okay. Der Kinder spielen, wir können das mal... hier. Sehr gut, ja. Perfekt. So. Tür schließen, damit... Ja. Gut, dann öffnen wir hier. Ein bisschen Kraft geben. Stopp. Eine falsche Bewegung und ich spieße dich auf wie ein Spanferkel. Du bist also ein Dieb. Was ist das? Raus mit der Sprache. Leck mich. Das ist meine Wohnung. Verzieh dich, ehe ich die Wache rufe. Tu dir keinen Zwang an. Die Wache interessiert sich sicher auch für dein Gift. Du hast Josh also gefunden. Und er hat dir erzählt, ich wollte ihn vergiften, hm? Und dass du im Moment einen Mann aus dem Bazar betrügst, um an seinen Laden und sein Geld zu kommen. War es nicht so? Aber mit dem Töten kennst du dich natürlich aus, oder? Hey, wir müssen alle irgendwie überleben. Wenn ich mich von Kerlen mit Geld überhäufen lasse und sie mich mit Geld überhäufen wollen, dann haben beide Seiten was davon, oder? Aber getötet habe ich noch nie. Niemals. Warum sollte ich dir glauben? Du glaubst einem Säufer. Warum nicht auch mir? Hey, das ist doch noch nicht alles. 4 Männer sind tot und sie waren alle mit dir zusammen. Warum sollte ich sie getötet haben? Und nicht das Virus? Oder die Zombies? Schau, du Frischling. Das hier ist Medizin. Meine Mutter war Sunny. Die hat mir einiges beigebracht. Aufmachen! Was geht da drin vor sich? Versteck das alles. Schnell! Ich sag zuerst mal gar nichts. Gar nichts. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es wurde halt laut. Was hast du da in der Hand? Wir haben einen anonymen Tipp erhalten. Angeblich gibt es hier Gift. Es hieß, ein Mord sei geschehen. Sollte sich das tatsächlich als Gift herausstellen, wird diese Frau morgen hängen. Du musst mir helfen, hörst du? Bitte! Ich bin keine Mörderin! Finde Barbara! Sie hat einen Laden auf der Insel St. Paul. Sie kann mich entlasten. Sie ist eine Seuchenhexe.
Zeig ihr, was du gefunden hast! Okay. Also, wie gesagt, ich will sie nicht im Voraus verurteilen. Deshalb habe ich mir auch angehört, auch gesagt, gar nichts. Ich will zuerst alles erfahren, jedes kleine Detail. Erst dann können wir die Wahrheit wissen. So. Ja, ja. Vielleicht schafft ihr es tatsächlich. Für mich befragt? Das ist nicht so einfach. Ich wollte dich schon lange fragen. Warum hast du die Beförderung abgelehnt? Wir können... Wo hast du das denn her? Oh, warte. Das bedeutet, dass sie noch ganz ist. Kauf hier. So. Hallo. Das falschste PK-Nachschubbuffet, oder? Gibt Platz für den Gegenstand? Okay. Danke dafür. Ja, bitte. Wir kaufen einfach das ganze Zeug. So können wir hier tonnenweise anderes Zeug machen. Aber zuerst müssen wir Sachen verkaufen. Fangen wir bei der Ausrüstung an. Warum haben wir das ausgerüstet? Seltsam. Gut. Das hatte ich auf dem Radar. Mhm. Wir verkaufen alles, was unter legendär ist. Her damit, los! Ja, im Vergleich zu dem, was wir haben, das ist alles nur Schrott. Sowas suche ich schon lange. Wegen deren zwei Händen in da. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Das hier. Dieser Kauf lässt mich ersaufen, aber ich will ihn. Was ist das? Fleischköder. Der Rest, ja. Gebrauchsgegenstände. Hier, die müssen weg. Ja, das ist es. Gut, dann Ausrüstung. Gut. Ich fühle mich schon als Dieb. Sind bald Stufe 8, wie es scheint. Ja, das ist Fernkampf, oder ja? Das nenne ich mal reiche Beute. Ja, weg damit. Ah, deshalb. Das ist auch wieder Scharfschütze. Gut, kann mir zumindest als Ballast dienen. Gut, was haben wir hier? Ah, das geht zu weit nach unten. Ja, wir wollen eigentlich Sunny, aber was wir kriegen, ist alles andere. Ich bin zwar keine Müllhalde, aber ich nehm's. Einzigartige Sachen nennst du Müll? Okay. Heilungsgeschwindigkeit wäre niedriger, dafür der Schaden, ist egal, Heilungseffektivität. Der Unterschied ist nicht so groß wie die Heilungsgeschwindigkeit, also... Ja, aber die Rüstung könnte vielleicht was sein. Das wurde auch mal Zeit. Verkaufen wir den anderen Schrott. So, hier haben wir das. Ernsthaft? Legendäre oder Artefakte? X markierte Stelle. Ja, ja. So, das hier. Ja, yep, auf das nehme ich. Akku und Heilung. Wir machen ja genug Schaden, also ist das ja kein Problem. Ja, alles genau nach weg. Dem Schatz habe ich gesucht. Mhm. So. Her damit, los! Gut. Ich glaube, der Rest ist im Moment gut dabei.
So, dann haben wir hier Waren. Oh, wir können ja... Genau nach dem Schatz habe ich gesucht. Was Köpfe. Gut, gut. Kaufen alles. Jetzt könnten wir es... Oh, was soll's, kaufen wir es. Nichts anbrennen. Vielen Dank für den Handel. Ja. Verstehe ich nicht. Warum gerne, hast gerne. Du dich denn dann freiwillig gemeldet? Wegen dem Geld. Ernsthaft? Okay, ich gebe es zu. Ich habe die Gesellschaft vermisst. Du bist verrückt. So, wir müssen zur Seuchenhexe. Seltsamer Name, aber okay. Wir judgen nicht. Also, wir urteilen nicht. Noch nicht. Ich dachte früher, dass es nichts Schlimmeres als die Infizierten gäbe. Heute bin ich mir nicht so sicher. Ich hab die Waren. Diese Abtrünnigen. Drain, das können wir nicht. Bauteile. Ja, kaufen wir das ganze Zeug. Gut. Upgraden. Wir können uns hier was Geiles leisten. Du auch nicht. Der Schaden würde um 50% nach oben gehen. Und um 25%. Eigentlich um 33% mehr Schaden, was die Schaden pro Sekunde dauert. Oh, das würde länger dauern. Hier haben wir ja mehr Schaden, aber sonst ist nichts wert. Hier. Das hier ist einfach nur mehr ja, und dafür brauchen wir tonnenweise infizierten Trophäen. Nein, danke. Was ist hier? Ich glaube, das hier könnte Hast du denn praktisch eine Lizenz? Sein. Scherz. Oh, und das nächste ist, es ist 4. Ja, hier haben wir den Griff ja schon mal verbessert. Dann könnte so eins nach oben treiben, aber... Oder so eins. Aber nein. Ja, wir sparen uns das noch und machen vielleicht das hier und das hier nicht mehr. Ach, wir werden sehen. Wir sehen uns hier wieder. Ja, aber... Wir haben schon fast 100.000. Wir sind... Rit. Was zur Hölle war heute in den Rationen? Ich fühle mich auf der Nase wie ein Unwohl. So, die Seuchenhexe ist in die Richtung. Diese PK-Wichser haben mich hier eingesperrt. Befrei mich schnell! Okay. Lass nicht zu, dass mich die PKs fertig machen, Mann! Lass mich runter! Dummes Kind. Solltest nicht mit Fremden reden. Du solltest nicht mit Fremden reden. So. Ja. Gut. Den haben wir. So. Der hatte mal wieder nichts. Wuppa. Gut, da fällt mir was wieder ein. Genau. So, das packen wir hin. Oder wollen wir den Lazarus? Oh Mann. Der ist nicht so gut. Aber gut, machen wir. Die Haltbarkeit ist ja fast kaputt bei dem. Oh, hab ich... Den Ripper. Gut, dann modifizieren wir den Teil Griff. Ja. Schon fast eine Verschwendung.
Das bringt mehr. Und hier. Ja. So, Schaden wurde erhöht. Das, ja. Testen wir mal den Hammer. Aber zuerst. Und hopp. Das war eine schöne Geschichte. Wisst ihr noch, was Katzen sind? Treulose Biester. Hunde sind treu. Ja. Habt ihr in letzter Zeit eine Katze gesehen? Die haben. So. Hopp. Und hopp. So. Arme Schwein. Aber. So. Ja, komm her. Platsch. So. So, ist einmal den da, dann hier. Ich muss gar nichts. Und hopp. Und hopp. Da drüben. Okay, müssen wir hin. Okay. Okay. Der hatte für eine Sekunde wir welchen am Arsch. So. Oh, hopp. Oh. Interessant. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wow. Wir haben was gemeinsam. Aber es gibt auch einen großen Unterschied zwischen uns. Denn ich hatte es irgendwann satt, um die Welt zu ziehen. Okay, bist du die Hexe? Warst du auch mal Pilgerin? Ja, eine Pilgerin. Von uns gab es nicht viele. Deshalb war ich ja auch so gut. Weil mich niemand als Pilgerin erkannte. Es gab Männer, die dachten, als Frau wäre ich einfacher auszutricksen und leichter auszurauben. Aber meine Reflexe und mein spitzer Dolch belehrten sie eines Besseren. Okay. Wie bist du in Villador gelandet? Wie bist du in Villador gelandet? Ich bekam so einen blöden Auftrag. Ein Typ wollte, dass ich ein Paket nach Villador bringe. Zu einer Frau, die vor dem Ausbruch ein echter Promi war. Sie hatte wohl Videospiele gezockt, als Profi. Komischer Job, oder? Die Bezahlung war gut, aber es gab eine Bedingung. Ich durfte nicht erfahren, was in dem Paket war. Und genau das war ein Riesenfehler. Ich schleppte dieses Scheißpaket 50 Kilometer weit. Mit jedem Schritt wurde es schwerer. Ich schlich mich nach Villador, fand die Frau und gab ihr das Paket. Sie machte es vor meinen Augen auf. Es war ein Glasbehälter. Mit einem Menschenkopf darin. Wessen Kopf? Keine Ahnung. Ich habe mich verpisst, so schnell ich konnte. Okay. Warum hast du aufgehört? Hast du den Job deshalb aufgegeben? Ich begriff irgendwie, dass ich ständig vor etwas weglief. Vielleicht sogar vor mir selbst. Die Stadt ist groß.
Hier kann selbst eine Pilgerin heimisch werden. Wer du mal warst, ist hier allen völlig egal. Anders als in kleinen Städten. Wer du da draußen warst, was du gemacht hast, weshalb du ständig flüchten musstest. In der Stadt kann man untertauchen. Da fand ich meinen Platz. Und du, Aiden? Fändest du es nicht auch schön, mit der Rennerei aufzuhören? Eines Tages vielleicht. Eines Tages vielleicht. Erst muss ich das, was ich hier begonnen habe, zu Ende führen. Ich verstehe. Aber vergiss nicht, man kann nicht vor sich selber weglaufen. Viel Glück, Pilger. Okay, gut. Das ist es da drüben. Gut. Hallo! Bist du die Baba? Manche nennen mich so, ja. Ich muss rausfinden, ob das Gift ist. Kannst du mir helfen? Es ist dringend. Dazu brauchst du mich nicht. Nimm einen Schluck, dann finden wir es raus. Ich meine es ernst. Das Leben einer Frau hängt buchstäblich davon ab. Komm schon, hilf mir, verdammt! Du kämpfst für diese Frau. Aber sie ist nicht diejenige, die du suchst. Es ist vertraut, aber du musst mir die richtigen Reagenzien bringen. Reagenzien? Dafür ist keine Zeit. Geht das nicht schneller? Schlucken geht immer am schnellsten. Bist du bereit? Also gut, ich hole die Reagenzien. Von wo? Die sind selten. Du findest sie vielleicht im GRE-Lazarett in der Kathedrale. Okay. Verwirrend, aber okay. So. So. Kurz nachgeschaut, wer mir geschrieben hat. Wir müssen darüber hin. Au. Boah, gesehen? Seh nur ich das? Okay, vielleicht hätte ich da nicht reingehen sollen. So. Ich kann nicht glauben. So, und. Na, was soll's? Kathedrale. Hier waren wir noch nicht, oder? Hallo! Wir haben es interessant. Wir haben es interessant. Lasst mich das Feuer löschen. Okay. Hemmstoffbehälter erkannt. Gut. Dass das Licht immer aus ist. Hier geht dein Weg rein. Da nicht. So, los. Los suchen. Ja, komm her. Leto. Ja, jetzt schlaf.
Bam. War es das? Ja. Gut. Hier. Einfach alles mitnehmen, was wir finden können. So. So. Einmal hier. Und wir, ja. Wir haben die Sachen übersehen. Ja, ja, Chemikalien. So. Gut. Kurz aufgeheilt. Drüben sind Sachen zum Ansehen. Wow, hier waren ein paar Leute. Das ist ein guter Speer. So, da war ja noch der Weg hier lang. Oh, die Glocke ist runtergefallen. Warte. Oh, gut. Vielleicht muss ich ja nicht rumhüpfen wie ein Wilder. Und hopp. Sand. Treibstoffbehälter in der Nähe. So. Aufmachen. Alles mitnehmen. Zwei. Hier nehmen, dann U klicken. Ja, wir verteilen es gleichmäßig hin und her. Ah, da waren wir vorhin gerade doch. So. Hier Speer. So. Was sind das für Geräusche? Klingen ein bisschen wie lecker. Ja, ja. So. Und Kraft. Ach, verdammt. So. Na. Den ganzen Müll können wir mitnehmen und dann verkaufen. Das runter. Mitnehmen. Aha. So. Ernsthaft? Okay. Das war ja schräg. Ich
glaube nicht, dass ich das überlebe. So. Und abgerollt. So. Wieder neu aufgeladen. Na, das lassen wir. Gut, wir müssen hier rüber. Ernsthaft? Ah, Gott. Gut, mitgenommen. Und nochmal gerettet. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.